Hallo Sonja. Du hast ja ein straffes Programm, singst in jeder Show jeweils 6 Songs. Nur dein Chef, der überhaupt kein Mitleid mit dir. Habe diese Woche schon mit Stefan Raab gesprochen und das hat er gesagt. Also ehrlich gesagt, andere Leute arbeiten auch von 9 bis 5 abends. Da sehe ich da, ehrlich gesagt, hält sich mein Mitleid in Grenzen. Was sagst du denn dazu? Ja, dazu sage ich herzlichen Dank. Ist der immer so zu dir? Ja. Fieser Chef. Wie war denn so die Zusammenarbeit mit ihm? Weil er hat mir erzählt, ihr habt auch einen Song direkt zusammen komponiert. Genau. Wie lief das so ab? Das lief so ab, dass wir Ideen gesammelt haben, dass dann manche Sachen gut fanden, manche Sachen nicht gut fanden. Dann die Sachen, die wir gut fanden, genommen haben, dann was dazu noch geschrieben und musiziert haben und dann ist daraus ein Song geworden. Worum geht's in dem? Darfst du doch bestimmt verraten, ein bisschen, worum es geht, oder? Na, dann würde ich wohl doch eher sagen, das muss man dann am Montag sich angucken. Ja, aber du sollst uns doch Appetit machen, Lena. Na, das ist der Appetizer. Der Appetizer ist, dass ich sage, es wird super, aber mehr geht nicht. Das ist so die Spannungsaufbauung. Mhm. Und du hast ja auch ganz viele andere Komponisten zur Hand gekriegt, unter anderem Aloy Black. Kannst du mal erzählen, wie es dazu kam? Ja, ich finde den gut. Und dann habe ich gesagt, kann man. Dann hat er gesagt, man kann. Und dann ist das so gewesen. Das hört sich aber leicht an. Ne? Und unter den 12 Songs, die jetzt da letztendlich rausgekommen sind, hast du bestimmt auch einen Lieblingssong. Wovon handelt der? Wenn du das vielleicht schon erzählen kannst. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht nur einen Lieblingssong habe, sondern 5. Ah, ich hätte jetzt gesagt 12. Nee. 5? Nee, ich habe 5 Lieblingssongs, ja. Du könntest ja theoretisch das Publikum jetzt auch beeinflussen, indem du diese 5 Songs besonders toll singst. Mhm, könnte ich. Aber? Mache ich nicht. Gut. Und das Publikum entscheidet ja letztendlich dann, welcher Song gewinnt. Am 8. Mai kommen alle 12 Songs auch noch auf deinem Album raus. Good News. Und dann im April auch noch auf Tour. Richtig. Das Album kommt am 8. Februar raus. Ach, Februar. Am 8. Mai habe ich gesagt, Mann. Ja, am 8. Februar, natürlich. Am 8. Februar. Also einen Tag nach der zweiten Show. Richtig. Und was erwartet uns auf der Tour, wenn du dann im April auf Tour kommst? Auf der Tour erwartet euch, glaube ich, eine Menge Spaß. Ein Koffer voll mit Hits. Ich glaube, es wird ganz, ganz cool. Wir haben eine riesen Bühnenshow und viel Licht und viel Spaß und viele Überraschungen. Pyro. Auch. Ja. Hunde. Nackte Pferde. Männer. Ja. Also alles dabei. Alles dabei. Also liebe Leute, ihr entscheidet über Lenas Song für den Eurovision Song Contest bei Unser Song für Deutschland kommenden Montag und den drauf um 20.15 Uhr pro 7. Finale Entscheidung läuft dann am 18. Februar in der ARD. Richtig, Lena? Vollkommen richtig. Und bis dahin wünsche ich dir jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Ruh dich noch ein bisschen aus. Ja, vielen Dank. Dir auch. Tschüss. Tschüss.